Wie behebe ich Probleme mit der Samsung Galaxy M11 Kamera? Hallo und hallo meine lieben Freunde, wie soll ich dir sagen, ich hoffe es geht dir gut und du bist bei guter Gesundheit. Heute mit Ihnen ein neues Video über das Samsung Galaxy M11 Kamera Problem, ich hoffe es gefällt Ihnen. Schauen wir uns das Video an. Dieses Telefon verfügt über eine Dreifachkamera mit 13 Megapixeln 1,8 für Weitwinkel, 5 Megapixeln 2,2 für Ultraweit und 2 Megapixel 2,4 für Schärfentiefe oder Bokeh-Effekt. Mit der großen Blende von 1,8 in der 13 Megapixel Hauptkamera können wir beim Aufnehmen von Innenaufnahmen eine bessere Helligkeit erzielen. Für einen schnellen Autofokus mit Fotos mit hervorragender Leistung verwendet dieses Telefon die Dual-ISP-Funktionen des Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 mit der Qualcomm ClearSight Kamera. Die Vor- der und Rückkamera kann Videos mit bis zu 1080p und 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Behebung eines Warnkamerafehlers in Samsung Galaxy M11. Wenn wir die Kamera verwenden möchten, wird der Kamerawarnfehler angezeigt, der dazu führt, dass sie hängen bleibt oder geparkt wird. Mehrere Benutzer haben diesen Fehler gemeldet. Einige Probleme werden jedoch durch Abstürze von Apps verursacht. Wir empfehlen daher, alle aktuellen Apps zu schließen. Das Zurücksetzen der Kamera-Apps auf die Werkseinstellungen hilft auch beim Bereinigen aller Caches. Bitte folgen Sie einigen Schritten. Warum ist die Samsung Galaxy M11 Kamera langsam oder langsam? Eine langsame Reaktion der Kamera wird häufig durch unzureichenden Arbeitsspeicher verursacht. Der Samsung Galaxy M11 verfügt über zwei RAM-Optionen mit 3 GB oder 4 GB. Bessere RAM bietet eine bessere Multitasking-Leistung. Was passiert, wenn der Arbeitsspeicher nicht ausreicht? Wenn wir vor dem Aufnehmen von Bildern mehrere Anwendungen öffnen, warten wir, bis zwischen den neuesten Anwendungen und der Kamerasoftware gewechselt wird, da die Speicherverwaltung im Hintergrund ausgeführt wird. Wenn wir ein Bild aufnehmen oder ein Video reibungslos aufnehmen möchten, ist es besser, zuerst Ihren Samsung Galaxy M11 zurückzusetzen, neu zu starten oder neu zu starten, bevor Sie daran arbeiten, ernsthafte Fotos oder Videos zu erhalten. Erster Schritt, setzen Sie Samsung Galaxy M11 über das Kamera-Setup-Menü auf die Werkseinstellungen zurück. Suchen Sie das Samsung-Kamera-App-Symbol und öffnen oder führen Sie diese Apps aus. Klicken oder tippen Sie auf das Einstellungssymbol, Zahnrad-Symbol. Klicken oder tippen Sie auf das Symbol Allgemein. Wählen Sie Zurücksetzen und die App fragt Sie, ob wir das Zurücksetzen mit Ja oder Nein bestätigen. Wählen Sie dann Ja. Machen Sie sich keine Sorgen, da alle von diesem Telefon aufgenommenen Fotos oder Videos während dieser Schritte nicht entfernt oder gelöscht werden. Es werden nur alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Schritt 2, setzen Sie Samsung Galaxy M11 über das Setup-Menü auf die Werkseinstellungen zurück. Dies ist der alternative Prozess, der mit allen Android-Smartphones, insbesondere Samsung Galaxy-Smartphones, funktioniert. Wir verwenden die Standardeinstellung, um Apps mit den folgenden Schritten zurückzusetzen. Schalten Sie das Samsung Galaxy M11 Smartphone ein. Gehen Sie zum Einstellungsmenü. Wählen Sie Apps. Wählen Sie die Kamera ab. Suchen Sie auf der Seite Kamera, App-Informationen, nach der Speicherliste und wählen Sie sie aus. Im Kameraspeicher sehen wir den verwendeten Speicherplatz. Wählen Sie unten das Symbol Daten löschen aus und klicken Sie darauf. Wenn Sie zur Bestätigung aufgefordert werden, wählen Sie bitte OK. Anschließend wird die Samsung Galaxy M11 App auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurückgesetzt. Dieser Vorgang ist auch jederzeit sicher oder wenn die Kamera nicht mehr richtig funktioniert, da alle von diesem Telefon aufgenommenen Fotos oder Videos während dieser Schritte nicht gelöscht oder gelöscht werden. Es werden nur alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Dritter Schritt, installieren Sie die dedizierten alternativen Kamera-Apps auf dem Samsung Galaxy M11. Wenn die Kamera unseres Telefons immer noch nicht ordnungsgemäß funktioniert, empfehlen wir außerdem, alternative Kamera-Apps von Drittanbietern aus dem Google Play Store zu installieren. Es gibt mehrere Kamera-Apps, die zusammen mit vielen anderen Funktionen auf dem Samsung Galaxy M11 funktionieren können. Wir können so etwas wie Open Camera oder andere kostenlose Kamera-Apps ausprobieren. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie die hochbewerteten Kamera-Apps auswählen, da es auch einige neue oder unpopuläre gefälschte Kamera-Apps mit schlechter Leistung gibt. Schritt 4, führen Sie den Hard Reset auf die Werkseinstellungen zurück, wenn nicht alle Schritte zur Behebung von Samsung Galaxy M11 funktionieren.
Kameraprobleme können grundsätzlich in zwei Schritten aus den vorherigen Optionen behoben werden, wenn jedoch weiterhin Kameraprobleme auftreten, müssen wir mit den anderen Lösungen fortfahren, indem wir einen Hard Reset für Ihren Samsung Galaxy M11 durchführen. Durch diesen Vorgang werden alle installierten Apps, Daten, Fotos und Videos entfernt. Wir müssen also alle Daten sichern, bevor wir diesen Prozess ausführen können. Bitte seien Sie vorsichtig, da durch diese Schritte alle Daten einschließlich installierter Apps und Videobilder entfernt werden. Sie sollten eine Sicherungskopie des Telefons erstellen, bevor Sie einen Werksreset durchführen oder es auf die Werkseinstellungen umformatieren. Befolgen Sie diese Schritte, um den Samsung Galaxy M11 mit Sicherheitsmaßnahmen auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen oder neu zu formatieren. Wie behebe ich den Autofokus oder verschwommene Probleme der Samsung Galaxy M11 Kamera? Dieses Telefon verfügt über eine Autofokus-Kamera zum Schärfen des Objekts. In einigen Situationen funktioniert der Autofokus des Samsung Galaxy M11 jedoch nicht richtig. Wir bekommen verschwommene Bilder, obwohl wir uns wirklich auf einige Dinge konzentrieren. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die es schwierig machen können, sich zu konzentrieren. Stellen Sie sicher, dass das Objektiv nicht verschmutzt ist. Wir müssen immer das Samsung Galaxy M11 Kameraobjektiv reinigen. Staub oder kleine Gegenstände, die vor dem Objektiv stehen bleiben, führen dazu, dass die Kamera versucht, auf diesen Gegenstand oder Staub zu fokussieren. Bitte reinigen Sie das Kameraobjektiv oder wischen Sie es mit einem weichen Tuch ab. Scratch kann auch dazu führen, dass der Autofokus in Samsung Galaxy M11 nicht richtig funktioniert. Es wird versucht, auf den Nullpunkt zu fokussieren oder die Autofokusleistung zu stören. Kleine winzige Kratzer wirken sich möglicherweise nicht auf unsere Fotos aus. Wenn der Kratzer jedoch sehr groß ist, müssen wir das Glaskameraobjektiv im von Samsung autorisierten Service Center durch das Originalobjektiv ersetzen. Die Firmware- oder Softwareversion ist auch wichtig, damit der Autofokus in Ihrem Samsung Galaxy M11 schneller oder intelligenter läuft. Einige Versionen berichteten, dass sie den Autofokus des Samsung Galaxy M11 oder eine andere Kameraleistung beeinträchtigen. Wir müssen immer sicherstellen, dass unsere Firmware-Version auf dem neuesten Stand ist. Einschränkungen der Sicherheitsrichtlinien für Warnungen für die Samsung Galaxy M11 Kamera wurden behoben. Einige Benutzer stoßen aufgrund Fehlermöglichkeiten auf diese Probleme. Wenn wir jedoch noch nie eine benutzerdefinierte Änderung an Ihrem Samsung Galaxy M11 vorgenommen haben, empfehlen wir Ihnen, die Standardkamera-App zurückzusetzen oder Ihr Telefon zurückzusetzen oder neu zu formatieren, wenn die Probleme weiterhin auftreten. Am Ende des Videos hoffe ich, dass es Ihnen gefällt, und das gefällt mir in den Kommentaren und danke. Auf Wiedersehen, in einem neuen Video. Tschüss.